Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen zum verrufensten Thema weit und breit. Stromsparen steht ja, wie Sie bestimmt schon gehört haben, im Verdacht, etwas kritisch zu sein, dadurch, dass man auf irgendetwas verzichten müsste. Dass dem nicht so sein muss, will ich Ihnen heute zeigen. Und zwar über die Frage, ja, sprechen, wo kommt der Strom her, wo fließt er hin, was sind die Möglichkeiten, also wo kann ich einsparen, die technischen Lösungen und natürlich will ich am Ende auch Ihre Fragen zu den Themen beantworten. Beim Thema Stromerzeugung will ich es ganz kurz machen, Sie kennen die Diskussion. Also Strom kommt nicht nur aus der Steckdose, er muss natürlich auch transportiert werden, ein ganz großes Thema zurzeit in der Presse. Aber in Zukunft eben zunehmend erneuerbar erzeugt werden. Was heißt muss? Wir wollen auch ein offizielles hehres Ziel unserer nicht nur Staatsregierung, sondern auch der Bundesregierung und der EU und so weiter. Also zukünftig Wind, Sonne, Wasserkraft, Biomasse, erneuerbare Energien überall. Nur die Frage, wann haben wir das Ziel erreicht, wurde schon versucht, 1998 mit einer Prognose, die Sie in diesem Diagramm sehen, zu beantworten. Diagramm beginnt im Jahr 1998, endet im Jahr 2030. Bisher wurde die Prognose doch relativ gut eingehalten. Wir befinden uns im Jahr 2017, wenn wir schauen. Die Erneuerbaren haben einen kräftigen Zuwachs erlebt. Auch aus der Atomkraft wird ausgestiegen, wobei zwischen 1998 und heute liegen mehrere Beschlüsse zum Thema Atomausstieg. Sie wissen es, dann gab es die Rolle rückwärts, wie auch immer. Es wird so ähnlich, wie es hier aufgezeichnet ist, stattfinden. Aber das Wichtigste findet nicht statt. Und das ist hier diese Oberkante, nämlich ja, der Verbrauch. Es ist hier so leicht eingetragen, 1% pro Jahr muss die Gesamtstrommenge sinken, dann erreichen wir das Ziel 100% erneuerbare Energien natürlich früher, als wenn wir einem hohen Verbrauchsberg hinterherlaufen. Deswegen ist es sehr einfach, hier ein Lineal aufzulegen. 1% jedes Jahr weniger und schwupp sind wir spätestens im Jahr, naja, sagen wir 2050, 60, schneidet sich die erneuerbare Erzeugungskurve mit der gesamten Stromverbrauchskurve und das heißt natürlich quasi 100% erneuerbare Energien bei der Stromversorgung. Nur so leicht ist es eben nicht in der Praxis. Tatsächlich ist der Berg nach wie vor so hoch, nämlich etwa 600 Milliarden Kilowattstunden Strom, die in Deutschland jedes Jahr verbraucht werden. Laut statistischen Landes- und Bundesämtern variiert zwar die Zahl ein bisschen, aber zuletzt vom Statistischen Landesamt Bayern ist es sogar so, dass der Jahresverbrauch wieder um 0,7% jährlich gestiegen ist. Also genau das Gegenteil ist der Fall. Wir nehmen nicht ab beim Stromkonsum, sondern wir legen immer mal wieder zu und die Tendenz ist nach wie vor eher steigend bzw. stagnierend auf hohem Niveau, also gleichbleibend. Und das ist schon das Problem. Denn reden kann man viel, ich rede auch schlau daher, aber man muss handeln. Und dazu will ich natürlich aufrufen. Jetzt aber erstmal die Frage, wer verbraucht denn den Strom? Da gibt es ja nicht selten die Aussage, naja, warum soll ich jetzt als privater Haushalter anfangen? Den großen Stromverbrauch haben ja andere. Die sollen doch mal vorangehen. Das wird sogar getan. Die Industrie als größte Einzelverbrauchsgruppe, die nicht ganz die Hälfte, aber doch etwa 43% des gesamten Stromkonsums
verursacht in Deutschland, handelt natürlich, denn die setzen zum großen Teil die Maßnahmen um, die wirtschaftlich sind, allerdings vorwiegend die Maßnahmen, die eben sich schnell rechnen mit kurzen Amortisationszeiten von wenigen Jahren. Während bei privaten Haushalten, naja, ist eben die Frage. Es gibt viele fleißige Sparer, aber ist halt die Frage, wer ist da weniger erfolgreich, sodass die Statistiker sagen, nee, der Stromkonsum geht da nicht zurück. Obwohl ja hier und da vieles gemacht wird, aber eben nicht viel genug. Die nächstgrößere Verbrauchsgruppe ist Gewerbe, Handel, Dienstleistungen. Und an dritter Stelle mit einem guten Viertel Beteiligung am Stromkuchen in Deutschland, die privaten Haushalte. Und das sind die Anteile der verschiedenen stromverbrauchenden Sektoren in Deutschland, allerdings schon etwas älter, Stand 2013. Jetzt können Sie sagen, das ist total veraltet. Ich sage, ist top aktuell, weil diese Prozentzahlen haben sich nur geringfügig geändert, also mal ein halbes Prozent hin oder her, spielt aber, denke ich, keine Rolle bei diesem Stromkuchen, der ja insgesamt so riesig ist. Was sich verändert hat, ist natürlich auch nur geringfügig, sind die absoluten Zahlen, aber die Prozentzahlen stimmen nach wie vor. Da tut sich nicht so viel. Jetzt kommt aber die wichtigste Aussage. Haben Sie eine Idee, was der gesamte Stromkuchen an Geld kostet jedes Jahr? Was kostet die Strommenge 600 Milliarden Kilowattstunden die deutschen stromverbrauchenden Sektoren jedes Jahr? Hat da jemand eine Idee? Ich will es Ihnen sagen, das ist ein Betrag in Milliarden Euro, und zwar 70 Milliarden Euro werden jährlich für dieses Geld wird jedes Jahr Strom verkauft in Deutschland. Wenn nicht sogar mehr, wenn nämlich die Strompreise steigen natürlich, dann kann es auch leicht mehr werden. Und jetzt kommt der Brüller. Die Hälfte dieser Stromkosten zahlt nicht die Industrie oder der Handel, Gewerbe, Dienstleistung, sondern schlicht und ergreifend die privaten Haushalte. Also die privaten Haushalte verbrauchen etwa ein Viertel des gesamten Stroms, der in Deutschland verwendet wird, zahlen aber die Hälfte des gesamten Kuchenpreises. Und das sollte eigentlich schon genügend Motivation sein, Strom in privaten Haushalten mehr einzusparen. Aber ich zeige Ihnen noch einen anderen guten Grund. Sie haben bestimmt dieses Kuchendiagramm schon öfter gesehen, vielleicht auch ein bisschen abgewandelt. Die wichtigste Aussage ist, vor allem wird verheizt, also beim Heizen der Wohnung und des Hauses viel Energie verbraucht. Und Strom, naja, ist nur ein Viertel. Da klar, kann man da auch was sparen, aber fangen Sie mal beim Heizen an. Ich behaupte, das ist die falsche Betrachtung, denn es ist die Endenergiebetrachtung. Und bei der Endenergie spielt nur eine Rolle die Kilowattstunden, die aus der Steckdose kommen und nicht die Kilowattstunden Primärenergie, die man im Kraftwerk reinstecken muss, um überhaupt Strom zu erhalten. Deswegen ist die primärenergetische Betrachtung der Klimawirkung und die Kostenbetrachtung natürlich die sinnvollere. Und da sieht es in vielen Haushalten so aus, können Sie am besten überprüfen, indem Sie Ihre Abschlagszahlung genau anschauen und dann vielleicht sogar feststellen, dass ich recht habe. Also zumindest sagt die Stiftung Warentest und der Bund der Energieverbraucher, in etwa 40% der Gebäude in Deutschland haben höhere Strom- als Heizkosten, und das geht zu überprüfen. Und wenn das so ist, dann haben Sie dieses Diagramm, können Sie dann gleich wieder vergessen, dann wissen Sie, dass das rechte Diagramm die richtigere Betrachtung bietet. Wie auch immer, die wichtigste Frage, die mir gestellt wird, oder die häufigste Frage, wollte ich sagen, die häufigste Frage ist diejenige: Was braucht bei mir am meisten Strom? Wo soll ich anfangen? Und hier sehen Sie die Antwort. Die Antwort ist verwirrend. Das Diagramm zeigt nämlich unterschiedliche Kurven, je nach Haushaltsgröße. Links unten ein Personenhaushalt, rechts unten sechs Personenhaushalt. Und nach oben wird eben der prozentuale Anteil in der Stromrechnung wiedergegeben.
Und was lernen wir daraus? Wäschetrockner zum Beispiel, die dunkelbraune Linie beginnt ganz oben rechts. Bei großen Haushalten natürlich immer vorhanden ein Wäschetrockner oder so gut wie immer. Deswegen ein statistisch gesehen ein relativ hoher durchschnittlicher Anteil in der Stromrechnung von etwa 14%. Je kleiner die Haushalte werden, umso kleiner wird der statistisch berechnete Anteil. Natürlich vor allem deswegen, weil die kleineren Haushalte eher selten einen Wäschetrockner besitzen. Und das ist schon das Problem bei dem Diagramm, dass es Durchschnittswerte und statistische Werte sind aus gemessenen 30.000 Haushalten. Das heißt, der Single-Haushalt, der einen Wäschetrockner besitzt, bei dem ist natürlich der Anteil nicht 3%, sondern eher etwas höher. Aber um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, die Beleuchtung, diese gepunktete Linie im Mittelfeld, liegt je nach, also fast unabhängig von der Haushaltsgröße, beim Single-Haushalt bei 10%, beim Zwei-Personen-Haushalt bei 12%, aber das ist schon der Spielraum, der gemittelte über alle Haushaltsgrößen. Also Beleuchtung hat natürlich den Effekt, dass sie selbst auf sich aufmerksam macht, indem sie eben leuchtet, und damit denkt alle Welt, das würde so viel Strom verbrauchen. Dem ist laut dieser Analyse eben nicht so. Also 10-12% Anteil in einer durchschnittlichen Stromrechnung für Beleuchtung, Stromverbrauch. Und zur ursprünglichen Frage, was ist der größte Verbraucher, kann man eindeutig sagen, gefrieren, die untere hellbraune Linie, und kühlen, die gepunktete Linie, die oben links besonders hoch ist, bei 18% liegt im Single-Haushalt, plus gefrieren 3%, sind zusammen 21%. Das heißt, über alle Haushaltsgrößen hinweg kann man fast sagen, ist Kühlen und Gefrieren der größte Einzelbrocken. Und was lernen wir sonst noch draus? Egal welche Anteile, alles so irgendwie zwischen 4 und 12%, das heißt, nichts ist unwichtig. Alles hat seinen Anteil und man muss nicht an einer Stelle zuerst beginnen. Man beginnt überall und arbeitet sich so langsam durch und muss eben alle Bereiche beleuchten, um erfolgreich eine durchschnittlich hohe Stromrechnung innerhalb von etwa 10 Jahren halbieren zu können. Das ist etwas, was ich versprechen kann, das schafft jeder. Aber was ist Durchschnitt? Durchschnitt erkennt man zum Beispiel, indem man hier auf Seite 8 und 9 Durchschnittszahlen zu Rate zieht und diese vergleicht mit seinem eigenen Stromverbrauch. Dann wissen Sie, ob Sie im Durchschnitt besser oder schlechter liegen. Dürfen Sie sich gerne mitnehmen, ist der Leitfaden mit dem schönen Namen Stromeffizient nutzen, frisch herausgegeben vom Bauzentrum der Stadt München, ursprünglich vom Land Hessen herausgegeben. Ein sehr gutes Papier, mit dem können Sie Ihre privaten Stromverbräuche ganz genau nachrechnen und Ihre Stromrechnung quasi rückwärts rechnen und genau ausdrücken, wenn Sie damit fertig sind, welches Gerät welche Stromkosten verursacht, beziehungsweise welche elektrische Anwendung. Auch die Deutsche Energieagentur hat untersucht, eine ältere Untersuchung, wichtig ist das Kleingedruckte. Hier wird, wird ein Vier-Personen-Haushalt als Durchschnittsverbrauch angegeben mit einem Jahresverbrauch von 4.500 Kilowattstunden Strom und der könnte dann knapp 300 Euro jährlich sparen. Ich wette mit Ihnen, dass Sie 300 Euro jährlich auch sparen können in einem Zwei-Personen-Haushalt, wenn der Verbrauch vorher durchschnittlich war und wenn der Verbrauch auch nur 3000 Kilowattstunden hoch ist. Das geht trotzdem. Ein kleines Beispiel, bei dem Sie gar nicht investieren müssen, sondern einfach nur wissen müssen, bei der Waschmaschine haben Sie den Verbrauch über den einfachen Temperaturwahlschalter voll und ganz in der Hand, fast unabhängig wie alt das Gerät ist. Hier am Beispiel einer 5 Kilo fassenden, zugegebenermaßen eher älteren Waschmaschine, denn die neuen Modelle sind eher größer, bis zu 10 Kilo Wäschefassungsvermögen. Aber das
Beispiel habe ich geübt, kann es deswegen gut wiedergeben. Damals war der Normverbrauch, die 60 Grad Wäsche, war ziemlich genau zwischen 0,94 und 1,06, also ziemlich genau eine Kilowattstunde Strom, die da verbraucht wird für die 60 Grad Wäsche. Wenn man stattdessen aber die Temperatur auf 40 Grad stellt, halbiert sich der Verbrauch, nimmt man 30 Grad Celsius als Waschtemperatur, wird der Verbrauch 70% niedriger sein als bei der 60 Grad Wäsche. Während die Kochwäsche 60% höheren Verbrauch verursacht als die 60 Grad Wäsche. Und wenn Sie sich diese Zahlenreihe grob merken wollen, dann wissen Sie schon, wo der Hammer hängt, nämlich bei der Temperatur. Die Waschmaschine braucht nämlich relativ wenig Strom für die Dreh- und Schleuderbewegung, weil Elektromotoren relativ sparsam mit Strom umgehen. Der Hauptverbrauch entsteht durch die Erwärmung des kalten Leitungswassers auf die gewünschte Waschtemperatur. Und jetzt zur Ergänzung noch ein Merksatz, der von der Stiftung Warentest schon häufig publiziert wurde, nämlich moderne Waschmittel, egal ob flüssig oder pulverförmig, reinigen die Wäsche heutzutage ebenso gut wie früher bei 60 Grad, heute eben bei 40 Grad. Sind mit anderen Worten sogar voll waschaktiv bei 40 Grad, viele Waschmittel sogar schon bei 30 Grad chemisch voll waschaktiv. Also es gibt nur noch wenige Gründe, die für 60 Grad oder 90 Grad sprechen. Es sei denn, es bestehen hygienische Bedenken. Die gelten aber normalerweise gar nicht in dem Haushalt, wo Sie die Wäsche der Familienangehörigen waschen. Denn da ist natürlich eher wahrscheinlich, dass Sie sich am gemeinsamen Esstisch per Tröpfcheninfektion infizieren und gegenseitig anstecken und weniger über den Umweg Waschmaschine. Aber ich bin natürlich nicht die bessere Hausfrau, entscheiden Sie selber. Auch der Waschmaschine tut es natürlich gut, auch aus hygienischen Gründen, wenn sie einmal im Monat eine 60-Grad-Wäsche waschen darf, weil dieser Wasserdampf, der dabei entsteht, reinigt natürlich auch die Waschmaschine von Gerüchen. Also ich würde nicht sagen, niemals 60 Grad waschen, weil es so viel Strom braucht, sondern ganz bewusst 60 Grad waschen, aber eben nicht täglich, weil es nicht notwendig ist. Ein anderes Beispiel, Kaffee kochen oder von mir aus auch Tee kochen oder Wasser kochen, kann man tun auf verschiedene Art und Weise, zum Beispiel eben mit dem Blitzwasserkocher, hat von Ihnen hoffentlich jeder zu Hause in der Küche stehen, der kann relativ schnell 1 Liter Wasser zum Beispiel zum Kochen bringen, innerhalb von 1-2 Minuten, deswegen auch ein komfortables Gerät. Er braucht für diesen 1 Liter 1/10 Kilowattstunde. Eine Kilowattstunde Strom kostet ja zwischen 25 und 30 Cent inklusive Mehrwertsteuer. Das heißt, wenn der Wasserkocher für 1 Liter 1/10 Kilowattstunde braucht, dann sind es 2,5 bis 3 Cent Stromkosten, um 1 Liter Wasser zum Kochen zu bringen. Wenn Sie es auf dem Elektroherd machen, der hat andere Vorteile, da kann man wunderbar seinen Schnitzel braten oder sonst was kochen, aber eben wenn es darum geht, 1 Liter Wasser zum Kochen zu bringen, ist er wenig effizient. Er braucht nämlich etwa 50% mehr als der Blitzwasserkocher. Das liegt daran, dass in dem Wasserkocher bereits quasi die Kochplatte oder der Tauchsieder, wenn man so will, integriert ist, ein geschlossenes System darstellt, inklusive Deckel, und das sorgt dafür, dass er recht effizient und schnell ist. Während beim Herd haben Sie es mit Übertragungsverlusten von der Kochplatte auf den Topfboden zu tun. Wenn Sie keinen Deckel draufsetzen, dauert es noch viel länger. Und bis der Herd überhaupt erstmal selber warm wird und so weiter. Das sorgt in diesem Beispiel dafür, dass der Herd etwas schlechter dasteht. Ansonsten ist ein Herd natürlich eine feine Sache, nur bei diesem Beispiel etwas schlecht. Und die Mikrowelle genauso, die ist eben zum Erwärmen gedacht mehr und weniger zum Kochen. Deswegen für Kaffee, Tee kochen den Blitzwasserkocher verwenden. Oder die Kaffeemaschine, die braucht etwa 20% weniger, denn sie arbeitet mit einem ganz gemeinen Trick, sie erwärmt das
warme Wasser eben gar nicht auf Siedetemperatur, sondern nur auf 90 Grad Celsius, was übrigens dem Kaffeepulver ganz gut tut. Dann verbrennt es nicht und der Kaffee schmeckt besser. Ein Nachteil haben aber solche Kaffeemaschinen mit Warmhalteplatte. Sie verbrauchen für das Warmhalten des Kaffees, wenn der länger warm gehalten werden soll, noch zusätzlich Strom. Und das würde dann wieder den Spitzenplatz hier sozusagen verlustig machen. Deswegen gilt der Rat, wenn Kaffeemaschine, dann entweder gleich trinken oder warm halten in der Thermoskanne. Es gibt übrigens Kaffeemaschinen, die die Thermoskanne integriert haben. Und natürlich gibt es Produkttestberichte von der Stiftung Warentest unter test.de oder mehrere Top-10-Seiten aus verschiedenen Ländern können auch helfen. Die deutsche Seite heißt ecotop10.de oder genauso im Internet zu finden. Die Schweizer Internetseite top10.ch ist deswegen eine tolle Empfehlung wert, weil die Schweizer auch mehr Wert legen auf gutes Design bzw. auch Designkriterien auf ihrer Top-10-Vergleichsliste zu Rate ziehen. Oder auch die Österreicher haben auch eine Top-10-Hitliste der sparsamsten Geräte. Jetzt sind wir beim Beleuchtungsthema. Beleuchtungsstromverbrauch habe ich schon vorher gesagt, etwa zwischen 10% und 12% Anteil in der Stromrechnung, deswegen steht hier oben links 11%. Aber der rot geschriebene Merksatz, nur 2 bis 4 Leuchten sind in einem durchschnittlichen Haushalt diejenigen, die den Hauptbeleuchtungsstromverbrauch darstellen, und an die müssen Sie ran. Sie müssen also nicht im Keller beginnen mit Sparlampen und in der Gästetoilette oder im Dachboden, sondern natürlich in den Räumen, wo im Schnitt täglich länger als 2 Stunden das Licht leuchtet oder mindestens 1 Stunde lang. Da würde ich dringenden Handlungsbedarf sehen, wenn da noch Halogenleuchtmittel oder Glühlampen eingeschraubt sind. Denn die Produktpalette ist zunehmend groß und auch auf LED-Basis. Die Leuchtmittel machen Riesenfortschritte, auch beim Preis, der stetig nach unten geht. Im Moment kriegen Sie von der Stiftung Warentest als gut getestete Leuchtmittel, die auch schön anzusehen sind, eine schöne Lichtfarbe haben, eine hohe Lebensdauer erwarten lassen, kriegen Sie schon für wenige Euro, also unter 4 Euro kriegen Sie schon hervorragende Produkte. Haben vor wenigen Jahren, vor 5 Jahren noch 50 Euro gekostet, solche LED-Produkte. Also der Preis ist kein Gegenargument mehr, auch die Qualität nicht mehr und die lichttechnischen Eigenschaften sowieso nicht, weil die LED ist zu Recht im Siegeszug befindlich. Die LED wird alle möglichen anderen Lichtlösungen relativ schnell abgelöst haben. Es gibt ja sogar schon Autoscheinwerfer auf LED-Basis. Sie ist einfach unübertroffen, was die Stromeffizienz, also die Sparsamkeit und die lichttechnischen Eigenschaften betrifft. Es gibt natürlich viele verschiedene Faktoren für gutes Licht, nämlich natürlich die Ausstattung mit Leuchten und Schaltern oder natürlich spielt eine Rolle, welche Farbe Ihre Tapeten bzw. Wandflächen haben, die Möbel, der Boden. Alles spielt eine Rolle bei der Frage, wie viel Licht, was da oben an der Decke zum Beispiel erzeugt wird, kommt denn überhaupt unten auf meiner Arbeitsplatte oder auf dem Buch, was ich gerade in der Hand halte, wie viel Licht kommt denn da an? Und da spielt eben eine Rolle der Reflexionsgrad bzw. die Farbe der Flächen. Spiegeln die Flächen, sind sie dunkel, sind sie hell? Natürlich, dieser dunkle Teppich, der hier vorne ausgelegt ist, der schluckt Licht. Weiße Flächen reflektieren es und das spielt eben eine große Rolle. Trotzdem ist es natürlich relativ unwohnlich, wenn man alle seine Wohnräume in Weiß tüncht, ist klar. Aber das wäre besonders lichteffizient. Sie wissen, worauf ich hinaus will. Das Lichtthema ist übrigens ein sehr großes. Sie können voll und ganz abtauchen in das Lichtthema über die Internetseite licht.de, der Zusammenschluss der europäischen Lampen- und Leuchtenindustrie. Und natürlich gibt es auch Produktempfehlungen der Stiftung Warentest.
ein sehr viel größeres Thema als das Licht ist das Standby-Thema. Und das Standby-Thema wird durch das Foto hier, wie ich finde, gut auf den Punkt gebracht. Sie denken, es wäre ausgeschaltet oder aus, aber hinter Ihrem Rücken passiert da noch was. Standby-Thema war früher mal größer, muss ich zugeben, ist aber nach wie vor statistisch in der Größenordnung 14% einer durchschnittlichen Stromrechnung, sagt das Umweltbundesamt. Ist auch meine Erfahrung bei den vielen Hausbesuchen, die ich mache, dass Standby lange nicht ein Thema von gestern ist, sondern nur die modernen, relativ neuen Büro- und unterhaltungselektrischen Geräte verbrauchen zugegebenermaßen relativ wenig Standby-Strom, aber nicht jeder hat nur neue Geräte. Das ist auch keine Forderung, dass jeder neue Geräte kaufen muss, sondern der Unterschied wird einfach deutlich. Es gibt seit wenigen Jahren eine sogenannte europäische Öko-Design-Richtlinie, die eben den Herstellern vorschreibt, dass Standby-Verbräuche bei den meisten Geräten unterhalb von einem Watt als elektrische Leistung sein müssen. Und das heißt, wenn Sie einen neuen Computer kaufen oder einen Kopierer oder eine Mini-Stereo-Anlage, dann können Sie sich sehr gut darauf verlassen, dass dieser Maximalwert weit übertroffen wird, also ein Standby-Verbrauch auftritt, der weit niedriger ist als ein Watt, denn die Hersteller beachten dieses Gebot eigentlich sehr gut. Und meine Erfahrung ist, dass man von modernen Geräten die Standby-Verbräuche kaum mehr messen kann, aber die alten Geräte sind genau der Punkt. Also durchaus auch Internetrouter, Funktelefone, alles, was da in der Fernsehecke steht, vom Receiver bis zum DVD-Rekorder. Einfach möglichst viel messen mit einem Steckermessgerät, was Sie bei der Verbraucherzentrale, beim Bauzentrum der Stadt München oder anderen Beratungseinrichtungen auch bei den Stadtwerken kostenlos ausleihen können. Sie können es natürlich auch kaufen, aber jedes Watt, was da rund um die Uhr verbraucht wird, kostet Sie jährlich 2,20 €. Bis 2,50 €. Und ein kleines Beispiel, ich habe mal eine kleine Mini-Stereo-Anlage gemessen, die hatte einen Standby-Verbrauch, also der Verbrauch, wenn man mit Fernbedienung ausschaltet, keine Musik mehr ertönt und vielleicht noch ein roter Punkt als Leuchtpunkt sichtbar ist, hatte einen Standby-Verbrauch von 22 Watt, macht heutzutage locker 40 €, wenn nicht sogar 50 € jährlich in der Stromrechnung aus. Genau sowas müssen Sie finden und dann haben Sie schon vollen Erfolg, denn der Standby-Verbrauch in seiner Gesamthöhe wird von wenigen einzelnen Geräten verbraucht, die einen besonders hohen Standby-Verbrauch haben. Auch da geht es also wieder, die besonders bösen Geräte zu finden. Ist aber etwas mit Arbeit verbunden. Es gibt viele technische Lösungen zu dem Thema Steckdosenleiste zum Abschalten. Ich will es kurz machen. Die von meiner Sicht aus gesehen beste Variante ist die Steckdosenleiste mit abgesetzten Fußschalter ganz unten über dem Bild der Kraftwerke. Denn die Steckdosenleiste mit dem Handschalter verschwindet oft hinterm Schrank, unterm Tisch und aus den Augen, aus dem Sinn, wird deswegen kaum benutzt, ist unergonomisch zu bedienen. Und nur wenn es einfach ist, dann können Sie die Umgewöhnungsphase, die 2 Wochen etwa dauert, überstehen und schalten hinterher immer noch zuverlässig Ihre Standby-Verbräuche ab. Denn Sie müssen ja nicht deswegen lauter neue Geräte kaufen, Sie können Standby-Verbrauch einfach über Nacht abschalten. Insgesamt kann man sagen, in Deutschland laufen 2 durchschnittlich große Großkraftwerke oder auch Atomkraftwerke allein, um den Gesamt-Standby-Verbrauch zu erzeugen. Die weiße Ware, dazu habe ich Ihnen eine Positivliste mitgebracht. Weiße Ware sind Kühlschränke, Waschmaschinen, Wäschetrockner und so weiter. Die Positivliste ist ein kompletter Marktspiegel der aktuell auf dem deutschen Markt befindlichen Geräte, erscheint jedes Jahr neu. Und da sollten Sie sich orientieren bei einem Neukauf, denn mit dem Neukauf fällen Sie die Entscheidung für die nächsten 12, 15 Jahre, wie viel Strom Ihr Kühlschrank zum Beispiel verbraucht. Und kurz gesagt, A-Triple-Plus-Klasse, also A-Klasse mit 3 Pluszeichen, ist der Mindestwert,
Mindestenergieklasse, die ich empfehlen kann. Denn A++-Klasse heißt Durchschnittsverbrauch und Durchschnittsverbrauch ist nicht sparsam. Jetzt sind wir gleich am Ende. Noch die Hitparade. Ganz schnell bitte. Ja, die Hitparade. Am wirtschaftlichsten ist es natürlich, denn Beiverbräuche, die nennenswert hoch sind, zu finden und langfristig konsequent abzuschalten. Auch ein besonderer Tipp, die Spülmaschine ist oft ans kalte Wasser angeschlossen, obwohl 90% aller Spülmaschinen sich eignen für Warmwasserbetrieb. Natürlich dann, wenn das Warmwasser aus einer effizienten Quelle kommt, solarthermische Anlage, aber vor allem eben nicht elektrisch, vorher anderweitig erhitzt wird. Auch Gas, Ölheizkessel, fernwärmeversorgte Warmwassererwärmung ist auch interessant. Sie müssen aber vorher den Hersteller der Spülmaschine fragen, beziehungsweise in die Anleitung schauen, ob wirklich Ihr Gerät für Warmwasserbetrieb sich eignet. Dann brauchen Sie noch einen warmwasserfähigen Zulaufschlauch. Es liegt nämlich immer nur ein Kaltwasserschlauch bei. Der würde spröde werden mit der Zeit. Wenn Sie also einen Zulaufschlauch den richtigen haben, den Hersteller gefragt haben, dann kann es losgehen mit dem Warmwasserbetrieb, spart die Hälfte an Stromkosten. Dann können Sie bei der Beleuchtung Strom sparen, sich früher oder später einen A++-Kühlgefrierschrank erlauben und natürlich im Heizungskeller gibt es sparsame Umweltpumpen und das ganze Paket sorgt dafür, dass eine Stromrechnung sich halbieren lässt, wenn sie durchschnittlich war. Das spart nicht nur Geld, sondern senkt die Risiken bei der konventionellen Stromerzeugung, denn zukünftig, wie vorher gesagt, soll ja der Anteil der Erneuerbaren noch stärker steigen und das ganze Paket fördert natürlich innovative Lösungen und schafft Arbeitsplätze in Deutschland. Vielen Dank, das war es von meiner Seite. Gerne stehe ich noch für Fragen zur Verfügung. Wenn Sie Fragen per E-Mail äußern wollen, info@stromsparberatung oder an die Verbraucherzentrale Energieberatung wenden. Besten Dank. Vielen Dank, Herr Indris.